Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Stream. Wir spielen wieder mal nach längerer Zeit Story of Seasons, A Wonderful Life. Und ich würde sagen, ja, wir starten jetzt erstmal hier. Ist ja doch schon, ja, ein bisschen her hier. Ist ja länger her. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Aber ich würde sagen, weiter geht's. Boah, was war denn unser letzter Stand hier? Oh, ich weiß gar nicht. Ist hier Tag oder haben wir Nacht? Ich weiß gerade überhaupt nicht. Okay, ich muss kurz mal überlegen. Okay, so, wir haben... Stimmt, wir haben das große Feld, ja, ja. Bin gerade ein bisschen überfordert hier. Waren wir schon gestern da? Heute haben wir den 4. Wie viel Geld haben wir überhaupt? Boah, ich muss mich kurz an die Steuerung wieder gewöhnen. Nee, das hier nicht. Nee. Nein. Zurück. Okay, muss mich kurz an die Steuerung wieder umgewöhnen. Wie viel Geld haben wir überhaupt? 85.000. Das heißt, ein bisschen noch und wir können uns endlich dann den Hühnerstall kaufen. Hallo! Puh! Ja, schön, dass du auch zuschaust. Ich bin gerade ein bisschen überfordert hier mit der Steuerung. Ich spiele zurzeit auch Everdream Valley und da ist das ein bisschen... Okay, so. Mein Ziel heute wäre der Stall, also die große Erweiterung. Aber gucken wir mal, wie weit wir kommen. Oh, wie springe ich denn hier nochmal? Was ist das hier? Achso, man springt automatisch. Okay. Einmal Milch. Hier, Milky. Nicht zeigen. So. Habe ich jetzt die Milch bekommen? Oder nicht? Moment. Nee, habe ich nicht. Was soll ich hier verwenden? Oh Mann. du gibst mir keine Milch, okay? Sigi will uns nicht. Also Discord, also ich habe schon Discord, ja doch. Aber ich habe schon lange nicht mehr benutzt. Also. Welche Tabelle meinst du denn? Aber schön, dass ich helfen konnte. Ich komme gerade mit der Steuerung nicht zurecht, so ein Mist. Okay, wir haben Milch, normale, braune, Marmor und Sternenmilch, okay? Ja, Siege will uns irgendwie nicht. Meine Ziege. Verwenden. Oh doch, jetzt will es uns. Also Discord habe ich schon, aber wirklich ewig nicht mehr genutzt. So, das mal verkaufen hier. Mal untersuchen. Tomaten weg. Einrichtungen. Teich. Also ein Teich kaufen wir uns später. Den Shit hier auch. Stall verbessern oder Geflügelstall? Uns fehlen nur noch diese Dinge hier. Okay. Soll ich einen Stall nehmen?
Ach, das ist ja super. Kann man das irgendwo anschauen? Die Tabelle? Boah, also das ist cool. Vor allem Pflanzen mit der Kreuzungsübersicht. Also ich habe mich nie mit den Kreuzungen beschäftigt. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es mal probiert hier im Stream, aber so richtig was rausbekommen habe ich nicht. Ostwind, ich brauche dich was mein Pferd. Also cool finde ich ja, dass man schon mit 8 Herzen so heiraten kann. Also mit 8 Herzen kannst du ja ihnen schon die Feder übergeben. Das war echt cool. Und, ach so, okay. Ja, das ist natürlich blöd. Ich glaube, ich habe das auf ausgestellt. Also wenn du, ich weiß nicht, ob du möchtest, aber wenn du willst, kannst du mit deinem Discord-Namen schreiben. Also, und ich kann dich dann anflüstern. Ja, das mit den Übersetzungen. Achso, geht noch nicht. Ja, das mit den Übersetzungen. Aber das finde ich schon mal cool, so ein Lösungsdings für das Spiel hier. Weil doch einiges anders ist als in der GameCube bzw. PlayStation 2 Version. Boah, jetzt muss ich warten hier bis 10 Uhr. Meine Güte. Ich gehe mir Blumen sammeln. Was ich aber wirklich schade finde, ist, dass der Schwierigkeitsgrad so rapide gesunken ist. Also wenn man bedenkt, ich habe Jahr 3 und wir haben schon fast alles ausgebaut. Wisst ihr? Ich habe das irgendwie schwieriger in Erinnerung gehabt. Ich bilde es mir auch ein, aber 7 Kapitel, glaube ich, sind das. 7 Jahre, 6 oder 7 Jahre. Und ich da denke, boah, wenn wir schon im 4. Jahr alles haben, was tut man dann so lang? Also ja, es ist... Aber ich liebe es und ich freue mich endlich, wenn es rauskommt, dieses Monat. Das wird sowas von geholt auf PlayStation. Ja, ich sende dir eine Freundesanfrage, sobald ich hier off bin. Das ist cool, danke. Freut mich. So, ich brauche das. So, ihn hier. Ja, ich will helfen. Und ja, legen wir los. Ja, gibt die Schaufel her. Und das finde ich immer anstrengend, das irgendwie mit der Mine, wisst ihr, das ist... Ich finde, das ist ein nerviger Part. Weil das so langsam geht. Ich kann mir vorstellen, dass das für euch echt langweilig sein muss, hier immer so zugucken in der Mine. Ach echt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß nicht, Tomate mit Karotte kreuze und ich bekomme jetzt so ein, das heißt eine Kreuzung. Wenn ich die dann ernte, kann ich die dann direkt wieder kreuzen? Meinst du das so? Das wäre ja cool. Ja, also das mit den Kreuzungen, das muss ich mir echt mal angucken. Ach, das hier ist so... Das ist belastend mit der Mine. Oh. Also, ich hoffe ja immer noch, dass unsere Tochter hier die Farm übernimmt. Ja, ist kein Problem. Danke fürs Dabeisein einfach. Und ich schicke dir eine Freundesanfrage, sobald ich auch fertig bin. Ich wünsche dir viel Spaß bei Genshin Impact. Vernichte sie alle.
Ja, eventuell bis später. Danke, dass du dabei warst. Boah, ja, das ist echt, also wenn euch das mit der Mine echt langweilt, dann sagt's mir einfach, dann lasse ich diesen Part aus. Vor allem, damit geht das geht. Ich glaube, das ist mir etwas, das man eher so für sich machen sollte. Oder man macht irgendwie so ein Minenspiel in der Art. Oh mein Gott, eine goldene Gabel gefunden. Naja, also ich habe jetzt fürs Erste genug von der Mine. Ja, fertig gegraben haben wir, jawohl. Ja, auch genug. Und da gehen wir auch noch draußen. Und das haben wir auch. Sehr schön. Okay. Okay, ja, wir haben natürlich nichts gefunden, das ist klar. Das ist klar. Gut, dann holen wir mal Ostwind und... Nein, reiten. Nein, ich will reiten, hallo, reiten. Reiten hier. Und wir machen jetzt wieder diese 6 Stunden nach vorne und gehen wieder Milch trinken hier. Ernten, nicht trinken. Ich trinke gerade einen Milchshake hier, deswegen Milch trinken. Boah, ich liebe Teile. Trinkt ihr auch so gerne Milchshakes, Erdbeer, Vanille, Banane, alle Variationen? Ich bin süchtig danach. Das ist furchtbar. Okay, wir haben bald dann im Herbst. Schauen wir mal, ob wir dieses Jahr hier durchkriegen und dann würden wir Jahr 4 anfangen. Aber ja, gucken wir. So, runter. Das hier. Nein, sie schläft. Nein, habe ich nicht gesehen. Oh. Jetzt ist sie wach. Und noch Milky. Kleine Milky. Also Milky ist meine Lieblingskuh. Flecki ja auch, aber Milky ist so mein Highlight. Ist mein Highlighter. Ja, also ich habe jetzt auch ja, Everdream Rally angefangen. Muss aber sagen, mir gefällt Story of Seasons besser. Also es ist süß und alles, aber ich weiß nicht, das Interessen, Fertigkeiten. Gut, Pflanzenanbau ist noch hoch oben, okay. Also gut, man kann die beiden Spiele jetzt nicht vergleichen, also grafikmäßig und so. Also da ist natürlich Everdream Valley schöner, sag ich mal, was Grafik angeht. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Story of Seasons ist so nostalgisch, wisst ihr? Nee, ich bin da schon, weiß nicht, schon schöner. Also. Oh, Wolli, du gibst Milch. Aber ich muss sagen, ich bereue es, dass ich nicht Matthews geheiratet habe, sondern Cecilia hier. Oder Cecilia, je nachdem, wie man es ausspricht. Aber ich hätte mich ja, wäre wahrscheinlich voll die voll schöne Tochter geworden. Also, ihr könnt mir ja schreiben, wenn ich einen neuen Start hinlegen soll. Man kann ja mehrere Spielstände haben, wenn ich noch einen anderen Durchgang machen soll mit Matthews dann zum Beispiel. Oder wenn ihr sagt, ich soll mir ein männlichen Charakter nehmen und ihr wollt dann zum Beispiel Muffy bzw. Molly, die Blonde, dass ich heirate, ja, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Und ein liebes Dankeschön, also zuerst wirklich an jeden von euch, dass ihr wirklich meine Streams guckt, meine Videos anschaut,
Danke für die Abos, wirklich, ich freue mich mega darüber, wirklich, vielen, vielen Dank. Ich muss ehrlich sagen, ich war so schockiert, dass euch das echt Spaß macht. Das hätte ich nie gedacht, dass man mir zuguckt. Vielen lieben Dank an euch. Echt, ihr seid die Besten. Nein, warum geht das jetzt hier nicht? Okay, und hier? Ja, irgendwann, wenn wir mal alles haben hier. Ach so, es sind schon drei. Holen wir uns dann die goldenen Werkzeuge. Dann holen wir uns dann mal die... Aber im Moment brauchen wir zu viel Geld noch. Ja, das mit dem Dünger... Muss ich sagen. Ja. Also ich finde das jetzt nicht, dass man das unbedingt gleich braucht zu Anfang oder so, wisst ihr. Ich weiß gar nicht, was haben wir hier überhaupt angebaut? Tomaten, ne? Ich glaube, Tomaten waren es, ja. Guten alten Tomatenzeiten. Habt ihr schon Vorschläge jetzt, wenn ihr heiratet? Jetzt, wo es immer näher kommt? Also ja. Ich auf jeden Fall Matthews. Ich freue mich ja auch schon so, wenn es endlich dann auf Konsole kommt. So in Ruhe dann spielen. Weil ja, ich muss auch sagen... Ich mache jetzt hier kein 100% Gameplay. Also wo ich wirklich in jedes Haus reingehe. Ihr seht ja immer nur so einen groben Schnitt hier. Haben wir alles gegossen? Ja. Okay, diesmal ist es sich mit der Dings ausgegangen. Mit der, wie heißt das? Genau, Ausdauer. Genau, Ausdauer. Oh, unser Mädchen. Ina. Ich glaube, so heißt sie doch, oder? Ich weiß nicht mal meinen Namen von unserem Kind. Ja doch, Hina. Morgen, Mama Yuka. Seht ihr, das nervt mich auch, dass sie uns so nennt. Ich finde, Herr Matthew ist ein bisschen wie Onkel Takakura. Ja, das sollte der Vater werden. Matthew. Ich traue dann immer noch hinterher. Wirklich. Ich traue dann immer noch hinterher. Gehen wir mal ein bisschen zu Fuß hier. So lang. Das geht hier. Ja, man kann ja, glaube ich, die Blumen ja auch kreuzen, was ich da mal gelesen habe. Aber da habe ich auch keine Ahnung. Da lese ich dann bei euch dann mit. Was ist das? Ach so, die Schildkröte. Kann man mit der Schildkröte hier eigentlich auch irgendwas machen? Dann kann die irgendwas oder nimmt die uns mal mit oder so? Die hat doch sicher auch einen Nutzen, oder? Gehen wir mal fischen, Moment. Ja, jetzt komme ich langsam in die Steuerung wieder rein. Angeln. Komm, wir ziehen jetzt einen Haifisch an Land. Los geht's. Das wird jetzt der große Fisch. Ein riesen Pottwal ziehen wir da jetzt raus. Also, ihr werdet sehen, das ist jetzt so ein Riesenteil hier. Das ist der Stachelmakrele. Egal, es war ein Riesenhai, Leute. Wir tun einfach so. Oh, da kommt wieder was. Das mit den Fischen, wie man die Angel zum Beispiel erweitert, geht das überhaupt? Dass man eine bessere Angel bekommt, damit man ein wenig größere Fische fängt. Ich meine, wir sind jetzt nicht bei Animal Crossing, wo man einfach so einen weißen Hai an Land sieht, aber... Oh, so ein bisschen andere Fische. Große Stachelmakrele. Wir ziehen hier immer nur dasselbe an Land. Irgendwie, weiß nicht.
Ah, da ist er, da ist er. Da ist. Also wir können jetzt gleich mal woanders hingehen. Zum einen Fluss oder so, aber. Ich glaube, da kommt sicher auch dasselbe. Nein, jetzt komm her hier. Riesige Stachelmakrele. Okay. Also hier kriegen wir nur Makrelen anscheinend. Okay. Was ist denn hier drin? Ist hier auch was? Kann man hier auch angeln? Kommt hier auch irgendwas angeschwommen? Oh Leute, da kommt was. Da kommt was. Kommt was. Komm, 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 komm. Das wird jetzt der Riesenfluss. Hi. War meine Stimme hier heute. Packt wieder gerade so ab. So, Branbärschlein. Aha, hier haben wir wohl den Barsch drinnen. Okay, da stellen wir uns mal hierher. Da holen wir uns gleich noch irgend so ein Teil. Jetzt beschäftigen wir uns mal mit Fischen. Etwas wirklich, dass ich in die ganzen... Nein, ich habe zu früh. Fischen ist wirklich in den ganzen Spielen absolut nicht meins. Bei Animal Crossing war das schon so schlimm. Oder bei die bei MMO-Games, den Fischer-Leveln und so, das war auch so schrecklich. Auch nicht meins. Okay, hier haben wir sicher noch irgendwo. Weil im Meer haben wir jetzt schon gefischt. In den kleinen Teich auch. Da, ich weiß gar nicht, da oben ist nichts, glaube ich. Warum nehme ich nicht mein Pferd, ich Depp? Oh, Moment, wir können doch unser Pferd rufen. Ja, und schon sitzen wir drauf. Warum bin ich nicht gleich auf die Idee gekommen, das Pferd zu holen? Ja, hier könnten wir nochmal probieren. Zu angeln. Na, schauen wir mal, was wir hier raus. Also wir haben jetzt einen Barsch. Dann diese Stachelmakrelen. Was sonst so wirklich viel Auswahl. Ich meine, die geben ja auch fast kein Geld, irgendwie so die Fischer, ne? Wakasagi. Okay. Also wir haben eine Wakasagi geangelt, Leute. Da kommt wieder was. Zur Quelle nach oben könnten wir noch gehen. Ja, das machen wir gleich. Komm, beiß an. Na komm, los. Na, endlich, das hat schon ein bisschen gedauert. Matthew, da geht er dahin. Mein Traumprinz geht da dahin. Nein. Wirklich, ich traue diesen Kerl wirklich hinterher. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie sehr. Wäre ich nicht schon so weit, ich würde wirklich einen neuen Spielstand machen. Also, definitiv. Hier ist die Quelle, die ich gemeint habe. Ich weiß gar nicht, kann es sein, dass wir hier auch schon mal geangelt haben. Aber bei denen habe ich es vergessen. Ich habe jetzt länger kein Story of Seasons mehr gespielt. Was schade ist eigentlich. Aber es fehlt auch ein bisschen die Zeit. Und dann dazwischen, da möchte ich gerne noch was anderes spielen. Da kommt wieder meine Arbeit dazwischen. Und dann wieder das andere Spiel. Es ist ein Teufelskreis. Hier raus, 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 raus. Einen Masu haben wir gefangen. Masu oder Masu. Masu. Aber wir können bald wieder melken gehen. Komm, Fischlein. Ja, Disney Dreamlight Valley oder Valley. spiele ich ja auch zurzeit. Muss aber sagen, das ist ja auch so. Masulein. Muss ja sagen, das ist auch so ein bisschen frustrierend, weil. Ja, man kann halt nicht so dekorieren, wie man möchte. Man hat so ein gewisses Limit und. Ja, das versaut wieder alles. Es gibt so eine Mod für die PC-Version, die das aufhebt, aber ganz ehrlich, ich würde gerne ohne Mods spielen.
Ich habe es auch für die PlayStation 5 mal geholt, Disney Dreamlight Valley, und ja, da gehen auch keine Mods, also. Ah, hier haben wir Blumen. Übermorgen kommt dann wieder Waren. Ernten. Ernten, das auch. Tomaten waren, glaube ich, auch im Herbst noch, glaube ich. Ja, müssen. Wir nehmen Süßkartoffeln für den Herbst. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Bald schläft das wieder. Aber es ist süß. Mal guckt, Leute, wie süß es ist. Ist das cute? Ja, es ist cute. Gut, dann gehen wir mal da hoch. Ich hätte auch gern so eine Windmühle bei uns stehen auf dem Grundstück. Wir haben gar keine. Nee, sowas fehlt uns. Matt! Guckt ihn euch an! Diese schön blauen Augen. Hey, puh, es ist so schwül. Ja, es ist Sommer. Dieses ruhige Tal hat mich dazu gezwungen, mein Leben zu verlangsamen. Mir gefällt das. Es lächelt ja auch noch so süß. Die Kleine hier. Hallöchen, wie geht's? Das ist unsere kleine Kate hier. Ist echt heiß geworden, Jetzt schläft das schon wieder. Oh, mit Nami haben wir auch noch nicht so wirklich geredet. Nicht der beste Moment zum Plaudern, aber. Du, was du nicht lassen kannst. Oh, sie ist immer so freundlich. Sie ist aber auch wirklich verdammt hübsch. Diese Hitze ist echt zu viel. Das ist ja auch echt verdammt hübsch. Schnell, bevor mein Pferd wieder einpennt. Und da kommt Cecilia. Hallo, Babe. Tolle Arbeit von dir heute. Es ist heute heiß draußen, nicht wahr? Ich heule immer noch, wirklich. Voll immer noch. So, jetzt müssen wir. Nein. Ach, mein Wolli und Fluffy schreit wieder mal so herum. So richtig süß. Oh, jetzt ist auch die Ziege. Ich habe keine Ahnung. Bin mir gerade unsicher. Mein Huhn geht das wohl so immer verloren. Das finde ich auch immer so amüsant. Darum kümmere ich mich auch gar nicht mehr so darum, weil das verliert man eh wieder. Ich glaube, es ist auch drinnen, oder? Nee. Nee, ist auch nicht drinnen. Wo wäre das überhaupt? Kiki? Oh, unsere Tiere sind schmutzig. Müssen wir bürsten. Müssen wir wieder hübsch machen hier. Und hier. Siggi. Oh ja, die sind ja alle schmutzig hier. Geht ja gar nicht. Oh, Ostwind, du siehst ja auch so aus. Wow, Wolli, der Fluffy. Ist auch so schmutzig. Aber nein, keine Kiki hier irgendwo. Im Gras. Nö, wäre auch schon wieder weg, das Huhn. Verstehe auch nicht, warum das immer verschwindet. Keine Ahnung, Leute. Ich schätze mal, das werden sie schon, eben in der Version dann, wenn es rausgekommen ist. Ach, das sehe ich, wie viel die Fische wert sind. Naja. Naja, Leute, naja. Okay, wir brauchen noch 20.000, dann können wir den großen Stall machen. Ja, yes. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir heute. Okay, es regnet, das ist auch gut für uns, dass es eigentlich regnet.
Brauche ich nicht gießen. Hier ist noch nichts fertig. Hier ist auch noch nichts. Nee, okay. Verwenden. Da gehen wir dann gleich schlafen. Dann hier. Ach, da hinten ist Sterni. Sterndal. Sternchen. Wo ist Siggi? Oh mein Gott, Kiki, du bist wieder da? Oh mein Gott, Kiki. Kommst denn du plötzlich her? Kiki kommt aus dem Nichts. Nein, jetzt schläft Siggi wieder. Ach, Siggi. Wir sehen echt süß aus. So, dann haben wir hier auch alles. Ja, mit der Katze, das hat, ist auch nicht. Das hat auch nicht so geklappt, wie ich wollte. Weil ich hätte gern von Romana diese Siam-Katze. Da konnte man sich ja eine aussuchen, wenn man mit ihr befreundet war. Wenn man das nicht war, bekommt man diese schwarze hier. Ja, auch das habe ich quasi verkackt. Da hätte ich mich auch mehr kümmern müssen drum. Aber okay. Man kann nicht alles haben. Doch. Ich möchte schlafen gehen. Ja, aber das ist auch okay. Und raus mit uns. Jetzt haben wir Glück und alles ist fertig. Okay, nee. Aber das heißt, wenn wir bewahren gleich die Sachen verkaufen, die Milch, können wir uns heute noch, oh mein Gott, da können wir uns heute einen großen Stall holen. Dann haben wir schon das zweiteuerste hier in dem Spiel. Da fehlen uns nur noch diese 100.000 und dann halt, ja, für die, ja, den Teich und so, das haben wir ja im 0, nix. Ja, Siggi gerade aufgewacht. Sehr schön. Ostwind, komm her. Jetzt machen wir schnell 6 Stunden vor, damit Wahn aufmacht. Also dieser kleine Zeitsprung, das ist ja echt klasse. Nee, muss ich echt sagen. Weil oft hast du schon alles gemacht und trotzdem noch so viel Zeit über. Da finde ich das echt praktisch. Okay, wo... Heute... Wo sind wir da? Manchmal ist es doch schön, an einen Ort zu gehen, an dem etwas los ist. Das stimmt. So, Wann hat auch gerade geöffnet, also müsste. Ja, da steht er da vorne, Leute. Jetzt komme ich wieder nicht über die Brücke. Holy moly. Wann? Mein Gold, Junge, ich bin da. Guckt euch diesen Traumtyp an. Guckt, wie schön er ist. So ein süßes Gesicht, ne? Ich möchte etwas verkaufen. Gut. Jetzt haben wir ja jede Menge. Alles. Nein, ich möchte alles verkaufen. Kräutersuppe. Das hier. Das hier. Oh, die Gabeln. Davon hätte ich echt gern jede Menge. Meine Güte. So, das wäre erstmal alles hier. Meine Güte, der verkauft doch den Scheiß. Wir können uns den Stall kaufen. Oh mein Gott. Leute, ich heul gleich. 2x das Erz. Den. Und den. Kaufen wir mal das. Naja, 405 Goldstücke für die Fische. Also Leute, ich weiß ja nicht. Das war jetzt nicht so sehr viel. Ja, den können wir verkaufen. Nein, bitte, ich möchte 2x die Milch. So, aber jetzt geht das. Und? Zack. Und auch verkaufen.
Ja, 2700 klingt gut. So, was hat der denn im Angebot? Ja, das ist natürlich die Goldhacke und das. Die kaufen wir uns, wenn wir alles mal haben. So wichtig finde ich das jetzt nicht. Nein, oh, dieser Teddy hier, ne? 1 Million. Vor allem, dass sich der so bewegt hier, ne? Sekunde, kurz, ich guck was. Okay, Teddybär. Ja, diese Inneneinrichtung finde ich ja auch voll süß, aber jetzt 30.000. Und ich hoffe mal auf neue Klamotten auch mal für uns. Nein, was habe ich gekauft? Nein, danke. Was habe ich jetzt gekauft? Ich habe mich verglückt. Was habe ich gekauft? Was habe ich gekauft um 2000 oder so? Boah, Leute. Heiliges. Heilige Makrele hier. Oh Mann. Aber gut, 120 haben wir zum Glück noch. Boah, Leute. Ich weiß gar nicht, welchen Blödsinn habe ich mir gekauft. Oh Mann. Oh, hier gibt es auch wieder ein bisschen Geld. Okay, jetzt haben wir das wieder drin, aber welchen Scheiß habe ich gekauft? Muss ich mir meinen eigenen Stream dann nochmal angucken? Wir wollen Stall verbessern. Okay, so, ich bin wieder da. Ich würde sagen, ja, wir verbessern jetzt diesen Stall. Nein, warum klicke ich immer am falschen Knopf? Es ist dieser Knopf hier. Ja, wir wollen den Stall verbessern. Oh mein Gott, Leute, wir haben es getan. Jetzt brauche ich noch 97.000 für den Hühnerstall noch zu erweitern. Dann haben wir die ganze Stelle. Meine Güte, ich freue mich gerade einfach so. Oh, wie süß Hina hier sitzt. Hey Mama Yuka, ich weiß jetzt, welche Blumen in welcher Jahreszeit wachsen. Naja, jedenfalls die meisten. Okay. So, aber ich hoffe, dass wir heute ernten können. Und es regnet wieder, was auch sehr gut ist. Ja, sie sind fertig. Oh, jetzt wartet viel Arbeit auf uns. Nein, da wollte ich doch nicht melken. Holy. Was haben wir hier? Ach, ich freue mich einfach nur, dass wir den großen Stall bekommen. Bin gespannt, wie der aussieht. Und wie lange das wieder dauert. Denn das, ich glaube, mit dem Düngerstreuer war das, glaube ich, so lang. Nee, der Milchraum war so lange. Richtig, das hat eine Woche gedauert bei dem Milchding. Das war ja auch so der Oberhammer. Ich glaube, eine ganze Woche haben wir gewartet, bis das fertig war. Das sind das hier wahrscheinlich eh 2 Wochen, weil das ja so groß ist. Wir sollten uns dann auch gleich Tomaten holen. Wäre nicht schlecht. Aber ob wir so viele jetzt haben für Tomaten zum Kaufen, weiß ich nicht. Ach, die holen wir uns am... Ja, holen wir das... Am 10. oder am 1. Muss ich mal gucken, was wir uns anbauen. Vielleicht bauen wir mal unterschiedliche Sachen an. Gehen wir am 1. Herbsttag dann hin. Das hier. Und das. So.
Oh man, gibt ja wieder viel zum Ernten hier. Da würde ich mir echt wünschen, irgendeinen Knopf zu drücken und man erntet alles auf einmal. Das wäre cool. Das bin ich von Story of Seasons von Pioneers of Olive Town schon gewohnt. Aber vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Schauen wir mal. Ich freue mich einfach nur, dass wir den großen Stall haben. Also ich finde, Leute, wir sind aber echt gut, oder? Also ich finde, wir sind echt gut. Also. Okay, Leute. Ich war nur ganz kurz weg. Tut mir leid, mal kurz diese Unterbrechung ein. Aber ich, ja, ich habe so ein... Ja, ich habe hier mein Trinken stehen und will ich da jetzt nicht voll labern. Hier so im Hintergrund, wisst ihr? So, jetzt haben wir auch das. Ist es bei euch auch langsam so warm? Wir haben hier bei uns, boah, heute fast 30 Grad schon gehabt bei uns in Österreich. Ist echt schon heftig. Das ist zu viel für meinen Geschmack, langsam. Und von den Stechmücken, Schnacken, Geld, so wie es bei uns heißt, will ich gar nicht erst anfangen. Das ist... Ne, wenn du rausgehst, bist du blut... Ne, dann bist du bluttot. Da hast du kein Blut mehr. Das ist leer. Das ist wie wenn du zu einer Blutspendebank gehst. Echt voll schlimm bei uns. Wir haben ja Milliarden von den Viechern. Gibt's auch die hier und die und die. Mein Gott, das dauert auch immer so. Also für das Ernten habe ich absolut keine Geduld. Überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Wenn wir hier alles erreicht haben, spiele ich dann mal wieder Harvest Moon, eine Tierparade. Da freue ich mich auch immer mega darauf. Ich hätte ganz so viel zu zeigen, weil es fehlt einfach die Zeit ein bisschen dafür. Aber man wird das schon managen, irgendwie. Da habe ich mich ja auch riesig über eure Kommentare gefreut. Dass ihr mich da gefragt habt, wann es weitergeht mit deiner Tierparade. Oh, das war echt süß. Es geht weiter dann, Leute. Es geht weiter. Dann möchte ich ja gern Stefan heiraten. Den haben wir, glaube ich, aber noch gar nicht kennengelernt. Bin ich auch mit der Steuerung so ein bisschen überfordert. Da fand ich auch das Gießen extrem schwierig. Aber gut, wir schaffen das schon. Das sind meine wirklich absoluten Lieblingsspiele. So wirklich so Farmspiele, so Simulationen. Wo man so, so seine Farm dekorieren kann oder sein Haus. Nee, ich liebe sowas wirklich. Es ist einfach schön. Oh mein Gott, wieder 24.000 bekommen wir. Sehr schön. Sehr schön, schön. Dann gleich mal zum nächsten Tag. Sind unsere anderen Tomaten fertig? Gute Nachrichten. Wow, der Ausbau des Stalls ist abgeschlossen. Okay, so schnell ging das? Lol, okay. Oh mein Gott. Oh, endlich können wir hier auch, endlich können wir wieder Kühe und sowas kaufen.
Ziemlich geräumig, was? Der Platz sollte für 16 Tiere ausreichen. Und es gibt mehr Raum, um trächtige Tiere zu isolieren. Jetzt können immer zwei Geburten gleichzeitig stattfinden. Ich weiß, dass es schwere Arbeit ist, so viele Tiere aufzuziehen, aber es lohnt sich. Wow. Also das ging schnell. Und es regnet. Hallöchen! muss man mal diesen Stall anschauen hier von außen. Wow, ja! Ja, sieht schon. Gehen wir mal rein. Mal gucken, wie er von drinnen so aussieht. Oh ja, okay. Ja, diesmal können wir zwei so Kälber quasi großziehen. Auch nicht schlecht. Aber die können ruhig rausgehen. Ein bisschen Regen hat ja noch niemandem geschadet. Okay, und der nächste Ziel ist dann der Hühnerstall. da brauchen wir aber auch jetzt noch 80.000 noch für den Hühnerstall. Dann haben wir alle Ställe zusammen. Ich meine, wow, das sieht schon echt cool aus. Aber ich hätte auch gerne Windmühle hier. Schade, dass wir keine haben. So eine Mühle. Okay, jetzt noch das hier. Und dann suchen wir uns gleich mal, was wir für den Herbst anbauen können. Ach, das kommt immer die mühsame Arbeit hier. So schneller geht das echt nicht. Nein, wenn ich mal alles runter mal anklicken würde hier. Oh. Aber ich bin stolz auf uns, Leute. Wir haben schon einen großen Stall. Für 16 Tiere. Endlich können wir wieder Kühe und sowas kaufen und noch mehr Geld verdienen. Aber vorher kaufen wir uns noch den Hühnerstall. Um uns geht vielleicht noch den Ententeich, aber... Oh, das sehen wir dann eh. Gott. Ist das nicht fertig? Doch. Oh ja, doch. Kann ich nehmen. Hier haben wir noch... Würdet ihr das auch so mühsam finden? Alles hier so einzeln abernten? Zum Glück geht das nur einmal im Monat. Stellt euch vor, ihr müsstet das alle zwei Tage. Nee, also das würde mich echt nerven. Da bin ich, glaube ich, schon zu verwöhnt in den anderen Games. Nee, leider nicht. Gedrückt halten bringt nichts. Das habe ich gleich als erstes probiert. Leider. Man kann immer nur eine abernten. Das hätten sie auch noch, das hätten sie beibehalten lassen sollen, dass man alles auf einmal ernten kann, wie bei Olive Town. Aber da war das echt cool. Okay, da haben wir auch nicht. So, wir haben es geschafft. Boah. Ja, unser Feld ist leer. Zum Glück. Also ja, das kritisiere ich ein bisschen mit den Abernten. 13.000 haben wir. Was macht, wie viel haben wir hier? Ja, dann haben wir gerade mal 16.000. Das dauert noch ein bisschen bis zum Hühnerstall. Ja, Pflanzenanbau ist immer noch das Höchste. Das ist schön. Um ihn trauern wir immer noch. Ja, ich spiele auch zwischendurch auch noch Animal Crossing. Okay, du bist auch wieder da.
Ja, also Animal Crossing ist... Also ich glaube, das bleibt auch irgendwie so, ne? Also... Nein! Ich klicke immer falsch. Was hier? Ja! Bitte rein da! Danke! Ja, Animal Crossing, ja. Aber da bin ich auch zu unkreativ, was die Inselgestaltung angeht. Also da muss ich aber wirklich, ich sehe oft auf YouTube Inseln, wo ich mir denke, what the hell? Das ist einfach amazing, wisst ihr? Und dann komme ich mit meiner, was drei Bäume stehen hat. Nee, also das ist echt. Also manche Inseln sind ja echt wow. Ah, Erdbeeren könnten wir... Nein, nicht der... Nein, ich kaufe Melonen. Oder Melonen. Melonen, wie viel kriege ich? 66. Also das ist nicht viel. Winter, Karotten. Nehmen wir die Süßkartoffel. Das fange ich mal nicht mal an. Das wird dann bei mir eh wieder nicht fertig. Dann nehmen wir... Ja, ich will sagen Melonen, aber da warten wir aufs Geld. Nein. Okay, dann haben wir das auch. Ja, Melonen wären echt cool für Geld, ne? Wow, du hast das und dann halt nicht schon bei Animal Crossing. Holy! Also ja, ich habe online, also die Switch Online Mitgliedschaft. Der Name jetzt nicht ein. Ich glaube Mitgliedschaft heißt das. Naja, ja. Hab ich aber auch lange nicht mehr gespielt. Also ich stelle mir vor, du hast dann auch deine Insel. Weiß nicht, so richtig. Ich schätze mal mit hunderten von Designs und was weiß der Teufel. Oder? Ach, Fotos. Na, ich habe auch so Amiibo-Karten, jetzt aber auch nicht. Was Spezielles. Ich würde nicht wirklich zur Last fallen. Ich dachte nur, dass Hinam diese Uhrzeit noch schläft. In letzter Zeit hilft mir deine Tochter wirklich viel auf dem Hof. Da sie so fleißig ist, dachte ich mir, dass ich sie auf ein paar kleinere Besorgungen schicken könnte. Nicht so ausgefallen ist natürlich. Ich habe übrigens das Sparschwein geschenkt, das du wahrscheinlich schon in ihrem Zimmer gesehen hast. Also keine Sorge, sie hat es nirgends geklaut. Es war ein Geschenk. Cecilia habe ich schon eingeweiht, aber ich fand, dass du auch ein Recht darauf hast, das zu wissen. So, das war dann alles. Bis später. Okay, bis später. Okay, aber warum hat uns jetzt diese Information hier gegeben mit dem Sparschwein? Habe ich gar nicht geachtet, aber egal. Also auch schlicht, okay. Auch so mehr im cozy Stil gestaltet oder einfach nur ja, übers hingestellt. Also ja, da bewundere ich euch, wenn ihr echt da kreativ seid, ne, generell so. Zum Beispiel Sims 4 sage ich nur, boah, ich sehe da oft Häuser, wo ich mir denke, auch holy, was einfach Wahnsinn ist. Da bin ich froh, dass man hier nicht so viel gestalten kann. Olive Town war ja auch so mit Gestalten, ne? Und, ja, da gucke ich mir, kannst du mir gern deinen Switch-Namen auch hier schreiben in die Kommentare. Dann komme ich mal vorbei, wenn ich spiele.
Das. Obwohl, nee, ich schicke dir ja eh deine Freundesanfrage, da kannst du es mir dann über Nachricht auch schreiben, musst jetzt nicht alles hier posten. 14.000 wieder, okay. Sonst brauche ich Ostwind. Ah, okay, gut, passt. In Ordnung. Okay. Also du spielst auch mehr so, so Spiele wie ich. Also ich spiele auch Genshin Impact, Animal Crossing. Du scheinst auch jede Menge von Story of Seasons auch so zu wissen, ne? Oder gespielt zu haben. Ja, ich möchte etwas kaufen. Ja, bitte. Okay, ich will jetzt Melonen. Einmal 36. Wie viel kriegen wir? Okay, geht sich aus, glaube ich, alles. Einmal 36 bis erste Feld. Dann einmal 54 für das zweite Feld. Ja, einmal 54 für das zweite. Und 216 sind es fürs große Feld. Melonen. 216 hätte ich gerne davon. Ach, nein, das ist zu viel, das ist zu wenig. Ja, jetzt haben wir es. Boah, 10.000, holy. Nein, danke, das war ich schon wieder. Ich bin zu Fuß hergegangen, oder? Ja. Sowas will ich auch mal haben, so ein Gewächshaus. Das hatten wir nie. Ich hätte auch gern so ein Ding. So ein Ding. Oh Mann. Ja, die Katze schreit auch schon von Weitem. Wir tun einfach so, als wäre sie nicht anwesend. So, hier. Vorgegossen ist auch sehr schön. Wenigstens kann man mehr hier ernten. Ja, stimmt. Ja, Ohr ist auch ein schöner Name. Mir fiel spontan nichts anderes ein als wie Ostwind. Ich glaube, wenn ich dann auch auf Konsole spiele, dann ich meine es, glaube ich, Spirit. Ja, gibt ja so schöne Pferdenamen. Und ja, Ohr ist auch schön, ja. Und für Ostwind-Fans, ja, richtig. Okay, das haben wir auch. Wie werden denn eure Kühe heißen? Habt ihr auch immer so Standardnamen wie Milky oder irgendwie so ähnlich? Also meine erste Kuh hieß immer Milky, schon seit ich denken kann. Immer Milky und Kiki, mein erstes Huhn. Ah, die Hörbücher, okay. Ja, also Pferdefan bin ich so in Real Life, ja, aber jetzt das so filmemäßig. Ja, es ist. Ja. Man guckt sie halt, wenn sie spielen, aber. Ja, aber Hörbücher sind echt klasse. Oh, das ist ja auch schon wieder so lange her, diese ganze Reihe. Wahnsinn, man wird alt. Und Animes? Guckt ihr Animes? Also ich persönlich, ja, ich liebe Animes. Ja, wir haben es richtig. 216 hier, 57, 54 da und 36 hier mit dem, wenn man noch Bäume hier halt pflanzt. Ja, geschafft. Okay, das haben wir auch. Ja, gehen wir mal. Ich will mir jetzt das Sparschwein angucken. Okay, auf meinem Anime-Hof werden Kühe in der Regel nach Pokémon genannt. Genau, ja. Milktank zum Beispiel, Wolli oder Ampharos, die Schafe und so, ne? Und Hühner sind Digimon. Oh. Ach, das ist die Spardose von der Kuh. Oh, ist der süß.
Ja, also es ist es. Das ist immer cool, so ein Pokémon. Also ich schätze mal, du bist so circa vielleicht mein Jager, weil du noch Dragon Ball und Digimon kennst. Ich bin geschockt, wie viele Leute Digimon gar nicht mehr kennen. Oder also bei Pokémon, ich kenne jemanden, der weiß nicht, was Pokémon ist. Der hat das nie geguckt. Und da verstehe ich echt. Kein Spaß. Also, da ist das Gesprächsthema auch irgendwie. Ja. Auch nicht da. Nee, das bin ich noch nicht. Nee, nee. Nee, ich bin da jünger. Aber ich kannte noch Digimon. Ach, vor allem Sailor Moon, sage ich nur. Boah. Das war so mein Lieblingszeichentrickserien wie damals. Und Reading Peach. Die beiden. Sailor Moon läuft ja wieder jeden Sonntag. Aber da bin ich immer arbeiten. Und da sehe ich es nicht. Also muss ich online gucken. Ja, ich finde auch, ja. Die neuen Pokémon-Folgen oder das neue Digimon. Ich weiß nicht, das ist auch nicht meins. Es ist nicht mehr wie damals. Es wird alles mehr zu Transformer-mäßig. Es ist echt. Nee, ich finde das wirklich, das ist echt schlimm. Nee, Pokémon ist auch nicht mehr das, was es war. Finde ich schade, muss ich sagen. Beispiel Digimon. Das erste Game, ich glaube, wie hieß das irgendwas mit. Naja, wo du halt die Digimon halt so aufziehst, ne? Und dann dieses neue, wo fast alles nur so in der Filmszene abspielt und taktisches Feld und. Nee. Ich weiß nicht, das ist auch nicht mehr das, was das mal war. Und vor allem mit Digitationen oder die Pokémon-Entwicklungen. Ja. Genauso wie jetzt bekam es in Purpur mit den Paradox-Pokémon und Zukunftsdingern oder Vergangenheitsformen. Also das ist ja auch so seltsam. Auch nicht so. Aber ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schauen, was ihr von Pokémon hält. Also was ihr haltet davon, ob die alten besser waren oder findet ihr die neueren cool. Also ich bin da so alte Schule. Das wird sich auch nie ändern. Nee, weiß nicht, es ist. Keine Ahnung, es ist irgendwie. Bin ja mal gespannt, wie. Ich werde das nicht ernten. So. Wie das neue Rune Factory 3 ist, weil ich habe das ja auch nie gespielt. Da bin ich auch echt gespannt. Nein, ich will es ernten. Nein, ernten. Ernten. Also ich muss auch sagen, die Bäume hier, die reichen mir auch. Okay, dann wie Night in the Area, ein Fußball. Ja, Fußball-Anime ist immer cool. Ich sag nur Captain Tsubasa oder die Kickers. Okay, muss ich mir auch mal angucken. Muss ich mir auch mal angucken. Hab mir, ja, ich hab gelesen, ich kann auch die Bäume kreuzen, ja. Aber ich habe mich damit nie beschäftigt. Nein, meine Kühe, die sehen aus. Aber ja, gut zu wissen. Das mit den Kreuzen gucke ich mir, glaube ich, erst an, wenn es offiziell draußen ist. Dann gucke ich einfach eure Videos. eure Guides dazu.
Also, wie gesagt, ich spiele das jetzt nicht zu 100% Gameplay. Ich möchte einfach nur so ein bisschen was zeigen. Ja. Boah, wenn ich jetzt diesen Baum hier auffall. Ja, ich glaube, ich kann. Ja, ich glaube, ich kann ihn ausgraben, glaube ich. Aber nicht das jetzt, tue ich weg. aber wir. Ja, wir könnten. Aber ja, es geht. Also, dazu musst du die Hacke verwenden. Ja, die Hacke oder. Ja, ich glaube, eins von den beiden. Weil ich habe mal einen weggetan. Also, aus Versehen. Und das hier. Also ich glaubte gar nicht, wie ich Lust hätte, es aber nur ein Spielstand. Aber jetzt haben wir schon so viel erreicht. Also, nee. Nee, nee, das ist dann. Das ist dann mein privates Spiel. Aber erst, wenn es rauskommt. Ja, sorry, dass ich hier nur melke und wieder pennen gehe. Ich weiß, das ist nicht spannend für euch. Aber ich will einfach den Hühnerstall noch haben. Und dann muss es echt schnell gehen. Alles zu erkunden und zu erforschen, das ist dann euer Ding. Das könnt ihr dann tun. Ich möchte einfach nur den Hühnerstall haben. Ich bin mal alle, Hey, Yuka! Ach, schon. Okay, dieses Erntefestival schon wieder anscheinend. Ja. Ja, das wissen wir auch, okay. Dann nehmen wir teil. Okay, das, ich glaube, das kenne ich gar nicht. Aaron, the Secret of Seasons. Ist das ein Farming-Spiel oder mehr so ein Action-Ding? Boah, das sagt mir gerade gar nichts. Muss ich mir auch Screenshot machen, wie das Game heißt? Ist nämlich auch gerade interessant. Ernt das. Und. Nein, ich habe die Milch nicht reingegeben. Area and the Secret of Seasons. Hm. Ist das auch so? Ich meine, irgendwie klingt es so nach Farming. Aber ist das auch ein Farmspiel? Leute, ihr kennt alle Spiele, die kenne ich gar nicht. Ach so, es ist wie Zelda. Jahreszeitensphärenschaft. Ach so, okay. Ja, klingt ja auch spannend, oder? Also Leute, wer Rätsel lösen möchte, zum ähnlichen Zelda-Stil, sollte bei Aerie and the Secret of Seasons reingucken. Danke für diesen Tipp, Puo. Nein, Siggi, du bist ganz schmutzig. Siggi. Boah, das Pferd denkt sich, glaube ich, auch nur so, Mann, bist du dreckig, ey. So, und jetzt wollen wir die Milch. Ich glaube, 10 Uhr, glaube ich, war es hier, ne? Mit dem Event. Kann ich schütteln? Doch, oder? Okay, da sind noch große oben. Perfekt. Haben wir noch irgendwo einen? Nee. Hier haben wir auch noch große Trauben. Also das finde ich cool, dass sie das immer so vergrößert haben. Weil man weiß, ob noch Früchte dran sind oder nicht. Nee, jetzt haben wir nur noch die kleinen. Also wir gehen gleich zu diesem Event hin. 8000. Nein, das Ei möchte ich haben. Hey, Hebel. Nein, ich brauche das Ei. Ich brauche das Ei. Das brauche ich doch fürs Event. So. Also, ich glaube, 10 Uhr ist gestanden. Dann warten wir jetzt bis 10.
Und gucken wir, welche Blumen. Also so ein viertes, fünftes Feld hätten sie auch noch reinbauen können hier. Wäre auch nice gewesen, als nur diese drei Felder. Müssen wir warten bis 10 Uhr und dann zum Gasthaus gehen und das Event feiern. Ich würde Ihnen so li am liebsten das Event versauen, wisst ihr, ich würde da irgendwie so einen hinnigen, so einen kaputten, toten Fisch reinhauen. Möchte ich Ihnen das Fest vermiesen? Das geht ja leider nicht. Wobei, in irgendeinem Game ging das mal, dass man das Erntefest versaut hat. Hatten die dann immer so ein Zeichen über den Kopf und dass es nicht schmeckt und so. Das war cool. Achso, ich gehe erst den falschen Weg. Oh, wir sehen so hübsch aus. Aber immer noch keine Klamotten für unser Mädchen hier. Ich muss sagen, das ist frustrierend, dass es so wenig Kleidung gibt. Ich meine, gut, ich bin froh, dass es überhaupt Kleidung gibt, aber. Kann ich schon rein? Nee, noch nicht. Ist noch nicht 10 Uhr hier. Also ich hoffe, dass es ja wenigstens so die Siegkleidung gibt. Okay, Island Safer. Aha, okay. Also, man kann mit Geld und das ist ja selbst so ein Island Saver. Okay, das sind drei Inseln. Dino-Insel und Fantasie-Insel gibt es für je. Ah, okay. Ja, wir sind hier dabei. Muss ich mir auch mal angucken. Ja, wir haben was mit von unserem Hof. Und wir nehmen die Blume. Huch! Hat es wohl nichts Passendes da, wie? Oh, warum wirft sie nicht die Blume rein in den Topf? Ja, ich bin Hand und drin wieder da. Ach, Mann. Jetzt müssen wir wieder reinlatschen hier. Mein Gott. Ich dachte, sie wirft für euch die Blume rein. Aber nee, müssen wir das Ei geben. Ja, ich habe was mit. Diesmal geben wir das Ei. Ja, das Ei nehmen wir. Huch. Das wird sich gut im Kochtopf machen. Ich dachte, das geht jetzt wieder nicht, aber. Okay. Und los geht's zum Erntefest. Oh, wie unsere Tochter hier auch mit dabei ist. Ab geht's. Das ganze Gemüse in diesem Topf hat Vesta von ihrem Hof mitgebracht. Hallo, wir haben hier auch was. Jetzt fehlt nur noch das i-Tüpfelchen. Wir geben das dazu, was Yuka mitgebracht hat. Und dann rein damit. Da hätte ich jetzt gern wirklich in so ein verrottetes Essen oder so reingeschmissen. Das riecht vielleicht gut. Dieser Eintopf sieht aber echt lecker aus. Also Leute, greift zu. Esst so viel ihr wollt. Und unsere kleine Hina. Ich mag unser Mädchen voll. Ich liebe die Kleine. Das Essen dieses Jahr ist durchaus genießbar. Genau für diesen Moment habe ich so streng Diät gehalten. Was sagst du jedes Jahr, Wahn? Oh, sie sieht so süß aus. Warum geht sie komplett Cecilia nach? Warum nicht uns? Freue mich schon.
Also mir fehlen irgendwie so ein paar Feste hier, wo man irgendwelche Minispiele macht oder so. Okay, was ist jetzt wieder hier? Lieber, was wollen wir heute machen? Wie süß ist das denn? Ah, ich weiß schon, was wir normalerweise machen. Macht Spaß. Das machen wir heute auch. Oh, er dreht sich im Kreis. Ach, seht es euch an. Ist sie nicht süß? Boah, du bist ja richtig gut, Kiba. Und jedes Mal bist du noch besser. Oh, sie ist so süß. Ich bin kaputt. Auszeit. Oh. Jetzt schläft sie auch noch hier voll niedlich. Oh, das war ja echt süß gemacht gerade. Auch gießen sollten wir auch. Schnell gießen. Nein! Drückt halten. Ja, ich weiß das erste. Ja, das weiß ich mit diesen. Nee, aber ich meinte hier so bei den Festen. Ich weiß nicht. Das bei den Zwillingen mit den. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so anders, weißt du? Ich hätte es cool gefunden, so ein Pilzfest zu veranstalten. Das war ähnlich wie bei Pioneers of Olive Town oder so. Oder so ein. Wie so auf sein Ding raufschlagen musst, oder? Das war cool. Hier, diese Events gehen einfach nur so mit Reden. Das finde ich schade irgendwie. Also da hätten sie so ein bisschen mehr rausholen können. Das ist so ein Tomatenfest, wo du dich mit Tomaten bewirbst. Ich glaube, das war bei Back to the Nature Harvest Moon. Ich glaube, das erste, was auf PlayStation rauskam. Da gab es ja, glaube ich, auch so ein Fest. Da hast du dich mit Tomaten oder mit irgendwas beworfen, musst du dich hinter den Fässern verstecken oder so. So, das wäre cool gewesen. Die sind einfach nur, ja, lesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Was hier? Hier. Also wir müssen uns echt mal die goldene Gießkanne kaufen. Das machen wir, wenn wir mal den Hühnerstall haben. Gemolken habe ich heute schon? Ja, ich glaube schon, ne? Ja. Müssten wir haben. Wir gucken mal einfach. Ja. 1000, also 50.000 circa fehlen uns noch und. Ja, Doramin habe ich auch, aber. Boah, die reden mir zu viel. Boah, das ist ja nur reden und so viel reden und reden. Das fand ich echt schlimm bei Doraemon. Vor allem, ich hasse den Jungen. Im Spiegel. Wirklich, ich hasse diesen Jungen. Da weiß ich nicht, wie es euch geht. Ach, wie hieß er denn? Der hatte doch so einen Namen. Also ich kann den und vom ersten Moment an nicht leiden. Nee. Aber ja, das, was das eine Spiel hat, hat das andere nicht. Das ist immer so. Es gibt mal kein Game, das man alles auf einmal hat. Entweder sie reden zu viel und haben Minispiele. Oder sie haben nichts. Ach, meins, gehe ich wieder kuscheln. Auf Kuscheltour heute. Irgendwas fehlt mir doch hier. Was ist denn das? Male, Braune, Mama.
so, wir brauchen die von Sternchen. Sie da hin? Nee, ach so, das ist der falsche Moment. Hier, meine Güte. Auch nicht. Was habe ich? Ja, Marmor, die braune. Ach so, da vorne. Mein Gott, die habe ich nicht gesehen. Dass wir schon eh alle haben. Also, ich bin... verwenden? Hallo? Okay. So. Ich will doch nur den Hühnerstall. Und ja, 4 anfangen. Ich möchte wissen, wie China dann aussieht. Okay, rein mit den ganzen hier. Und hier haben wir wieder 11.000. Was fehlt uns denn hier eigentlich so noch? Einrichtungen. Nur noch die 4. Ja, also Geflügelstall, also Hühnerstall auf jeden Fall noch. Und dann haben wir eh nur noch die Dinge hier. Okay. Ich bin auf die Trophäen gespannt, die es so machen gibt, auf Konsole zumindest. Oder auch auf Steam gibt es auch immer diese Errungenschaften. Macht ihr das auch immer? Alle Errungenschaften? Oder ihr versucht es? Boah, ich liebe es bei PlayStation, die ganzen Trophäen zu machen. Achso, No Place Like Home. Ne, das kenne ich auch nicht. Also, man sieht, ich kenne viele Games nicht. Ich bekomme gerade immer so super Empfehlungen für Spiele, Leute. Aber ich kenne kein einziges. Ich weiß, ich komme mir gerade vor wie von einem anderen Planeten. Kennt ihr das? No Place Like Home? Also, ich kenne es nicht. Wenn ihr es kennt, könnt ihr es mir auch gerne unter die Kommentare schreiben. Heute habe ich es wieder mitreden. Ach, Wahnsinn. Also Wahnsinn, Leute. Ach, hier ist meine kleine Muffy. Und Diggy. Und wieder gießen. Aber unsere Melonen sind bald fertig. Und dann höre ich Geld scheppern. Ich höre schon die Goldstücke, wie sie in die Spardose fallen. Aber nicht in unsere. Natürlich nicht in unsere. Wahrscheinlich bekommt die ganze Kohle dann Takakura oder so. Bei unserem Glück immer, was wir haben. Ach ja. Immer diese Gießerei. Ach, du meinst Jennifer, glaube ich. Friends of Mineral Town, ne? Ja, das habe ich auch gemacht. Jeden gleichzeitig, dass alle Herzen rot sind. Und dann auswählen. Ja, ich habe Brandon genommen. Den neuen. Ich fand Brandon und Jennifer am besten, die beiden. Ellie hat mich irgendwie nur genervt. Und mit Mary konnte ich auch nichts anfangen. Also, die aus der Bücherei, ne? Ich weiß nicht. Also Brandon und Jennifer von Friends of Mineral Town, die waren echt am besten. Ja, das war auch wirklich ein mega schönes Spiel. Das war auch cool. Habt ihr es jemals geschafft, irgendwo die Erntegöttin zu heiraten? Ich muss gestehen, ich hatte sie bei keinem einzigen Spiel.
Ja, nee, das geht nicht, natürlich nicht. Nee. Nee, das ist auch nix. Aber das... 4000, also... Ja, ich habe auch nirgends so die Göttin gehabt, muss ich gestehen. Hatte ich auch wirklich nirgends. Mir war das auch viel zu schwer. Das dauert mir einfach zu lange. Genau wie die Mobam, das in welchem Harvest Moon Game. Da gab es mal die, ich glaube es war eher Friends of Mineral Town, kann das sein? Da gab es doch diese Minen, die bis ja, so weit nach unten gingen. Ich glaube 200 oder 250. Das habe ich auch nie geschafft. Habe ich auch nie. Ich kam nicht mal, ich glaube zu 70 oder so. Ich glaube, die verfluchten Werkzeuge musste man so tief. Aber das habe ich auch nie. Nee. Wer braucht denn die Erntegöttin? Wir haben braune Sternenmilch. Ach, die Marmor fehlt. Vor allem in den meisten Teilen, wenn man die Erntegöttin geheiratet hat, ich glaube, die war gar nicht zu Hause. Beziehungsweise, die ging ja nirgendwo mit auf ein Event. Irgendwas habe ich mal gelesen gehabt. Dann erinnere ich mich noch an... Boah, okay, dann hattest du, glaube ich, 255 war, glaube ich, das Maximum für die Mine. Oh ja, die gesegneten Werkzeuge. Ich hatte nie eins irgendwo. Ich weiß nicht, das war mir immer viel zu viel Arbeit. Aber Respekt, dass ihr das so bis 255 oder 200, wie auch immer, boah, wirklich so weit spielt. Das ist doch bestimmt ein ewiges Speichern und Laden, oder? Also so habe ich es gemacht bei Friends of Mineral Town. Mit dieser Powerbeere, die man hier findet irgendwo. Ich glaube, was 20? Bin mir gerade jetzt nicht sicher. Da habe ich auch immer nur... gesucht und dann immer gespeichert und dann wieder neu geladen, damit ich weiß, wo die Treppe ist. Ihr Hardcore-Spieler werdet wahrscheinlich einfach so 5000 Essen mit haben und grabt trotzdem alles um. Ja, das macht doch nichts, wenn man Perfektionist ist. Ich habe auch so einen inneren Monk in mir. Wenn zum Beispiel irgendwas nicht so, so schön symmetrisch drüber ist und aus einer geraden Linie, nicht, mir regt das auch auf. Also, ich hoffe, dass alles gut wird, wenn du dich untersuchen lässt, ne? Ich wünsche dir da echt gute Besserung, wirklich viel Glück. Zum Glück haben wir so Games zum Ablenken für so Sachen, oder? Wenn jemand zum Beispiel krank ist oder Ablenkung braucht. Ja, die guten alten Powerbären. Ja, die guten alten Powerbären. Ja, ich weiß, dass... So, guten Morgen, Mama Yuka. Ich will dir helfen, also werde ich heute im Geflügelstall füttern. Dann kannst du dich länger ausruhen. Oh, ist sie süß. Füttert sie wirklich? Nee, sie ist nicht drin.
Aber ich wünsche dir trotzdem, dass du gesund bist, ne? Gesundheit ist echt das Wichtigste. Kann ich denn nicht schon ernten? Nee, noch nicht, noch nicht. Ich dachte, sie sind schon fertig. Mir fahren sie gerade so wieder wie die Gesenkten. Ich habe ein Fenster offen hier. Ich hoffe, das hört man nicht so durch. Die Motorräder und Maschinen und... Was weiß der Geil, was noch hier umfährt. Ach komm, das hier. So, jetzt passt es wieder. Ja, also das kann ich mir vorstellen. Also... Dann wünsche ich dir echt viel Glück, dass du wirklich bald wieder irgendwas findest, das dir Spaß macht. In welchem Bereich willst du denn jobmäßig einmal fragen darf? Ich meine, du musst jetzt nicht antworten drauf. Ja, Jobsuche ist immer schwierig. Vor allem in der heutigen Zeit. Sagen, da bin ich froh, dass ich in der Pferdepflege drin bin. Weil ich glaube, was anderes würde mir auch keinen Spaß machen. Hier haben wir... Nein! So. Wie viel Geld haben wir überhaupt? Nee. Ach Gott, wo ist denn... Hier. Wir haben... 72.000. Na, fehlt noch ein bisschen. Fehlt noch ein bisschen. Schlafen gehen. Irgendwas ist immer im Leben bei uns, ne? Nie haut irgendwie so richtig etwas hin, was nach Plan läuft. Das ist ein Jammer. Oh, ich kann ernten. So, aber jetzt müssen wir uns dann bald den Hühnerstall kaufen können. Und vielleicht sogar bald den Ententeich. Ah, okay. Die meisten freuen sich, wenn sie im Homeoffice arbeiten. Aber It-Bereich, okay. Ja, also Lager und Büro kann ich mir auch gut vorstellen. Ich bin sicher, du findest wieder irgendwas. Hundertprozentig. Niemals den Kopf hängen lassen, wenn das nicht so läuft, wie man möchte. Egal, wie schwer es ist. Also generell so ein Tipp an euch, wirklich, gebt nicht auf. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Den anderen leider gefüllt mit 150 Kilo. Die anderen haben vielleicht gerade mal 1 Gramm drin. Aber niemals runterkriegen lassen. Auch wenn man vielleicht momentan in einem Tief steckt. Da ist man nie allein mit sowas. Ich spreche das schon aus Erfahrung, glaub ich. Es geht dann immer wieder nach oben. Auch wenn man es nicht glauben mag.
Oh, das ist die letzte Ernte für heute, hier, was wir hier ernten. Also 10 Tage dauern die Melonen, genau. Okay. Mit Dünger hätten wir wahrscheinlich jetzt ein Vermögen gemacht, aber... Nee, mir ist das zu teuer. Wenn wir mal alles ausgebaut haben, können wir auch düngen. Eins, zwei, drei. Also wir müssten haben am Ende jede Menge Melonen. Okay. Das hier und hier noch, meine Güte. Ja, die kurzen Monate, so wie der Februar zum Beispiel. Was mich jetzt aber schon meist nervt, sind die ganzen Feiertage. Jetzt Donnerstag kam mir schon wieder ein hier bei uns. So viele Feiertage, wie wir zurzeit wieder mal haben. Es ist echt nervig. Ich mag auch gerne die 30 Tage oder auch 31 Tage im Monat. Haben Sie auch Feiertag jetzt am Donnerstag? Den 8. Juni. Wie in Österreich schon. Ich weiß nicht, wo ihr so herkommt. Und Jahreszeiten... Würde ich sagen, so ein Misch aus Frühling und Herbst. Der Sommer ist mir persönlich zu warm. Der Winter ist mir zu kalt. Es wäre so ein Mix aus Frühling und Herbst. Super ideal. So 20 Grad. Eine leichte Brise. Aber bei uns ist das entweder, wir haben direkt 40 Grad im Sommer oder gleich minus 15 im Winter. Wir haben keinen Übergang mehr so richtig. Also, bei Diäten niemals aufgeben, das gilt genau das Gleiche. Das müsst ihr durchziehen, egal wie hart es ist und wie schwer der Weg ist. Ach, okay, ich habe keinen Feiertag. Seid froh, dass ihr keinen Feiertag habt. Also egal, was ihr macht, also ob ihr jetzt sportlich seid, nicht sportlich, euch irgendein Ziel gesetzt habt, wirklich, wirklich bleibt daran. Ihr werdet sehen, es lohnt sich. Egal, wie schwer der Weg auch hier ist. Der Mensch ist leider so ein Tier, sag ich mal, das immer so schnell aufgibt, wenn was nicht klappt, wisst ihr? Das haben irgendwie wir Menschen leider so an sich. Irgendwas nicht hinhaut so nach Plan. Aber da muss man drüber stehen. Und da gibt es kein Aufgeben. Ich kann nicht mehr, ich mache nicht mehr, ich will nicht mehr. Nichts da. Hoch, Krone richten und weiter geht's. Das muss man sich immer wieder zu sich selbst sagen. Ob es jetzt Beruf ist, ob es jetzt im Privatleben ist. Oder sonst wo. Immer gibt es irgendwo welche Hürden, die es zu überwinden gibt. Ah, okay, zum Reiskocher wechselst du, okay. Und, schmeckt es? Also ich schätze mal schon, sonst würdest du es ja nicht essen, oder? Oh, das gehen wir weg. Oh, das gehen wir auch gleich. So, jetzt bin ich gespannt, wie viel Kohle wir machen. So, wie viel machen wir? 68.000 Leute, wir haben unseren Stall drin. Oh
Mein Gott. Oh mein Gott, wir haben unseren Stall drin. Ich freue mich gerade einfach nur so. Ah, ich höre Menschen draußen am Fenster. Wieder guten Morgen, Mama. Ist es okay, wenn ich die großen Tiere füttere? Da hätte ich total Lust drauf. Ich werde versuchen, dich nicht bei der Arbeit zu stören. Großes Ehrenwort. Oh Gott, ich ahne irgendwo was Schlimmes. Ja, sie interessiert sich plötzlich immer so ein bisschen für Tierhaltung. Okay. Genau, alles schön langsam, alles mit der Ruhe. Man versäumt nichts. Unser erster Wintertag, Leute. Unser erster Wintertag. Also seid immer stolz darauf, was ihr tut. Wenn es gute Sachen sind, ja. Also ein Mord und so, bitte nicht stolz sein. Das ist wieder was anderes. Nee, aber jeder ist so, wie er ist. Nee, zum Glück. Das bleibt uns erhalten hier. So, habe ich jetzt? Ja, habe ich. Aber oh mein Gott, wir können uns den Stall dann schon holen. Wie geil ist das denn? Ja, bei Friends of Mineral Town. Ja, das nervte mich auch immer, dass das Futter verschwunden ist. Das war auch nicht normal. Oh, meine Milky! Ja, wir haben goldene Wolle bekommen. Tatsächlich. Bin ich auch stolz darauf. Oh, unsere Tiere sind schon wieder so schmutzig hier. Ja, wir haben goldene Wolle bekommen. Ein seltenes Phänomen, aber immerhin haben wir es geschafft. Obwohl, hatten wir schon öfters jetzt. Ah, aber du bist auch noch schmutzig. Du auch, Milky. Du auch. So. So. Siggi. Stehen bleiben hier. Klein Siggi. Hier, das haben wir. Also am 3. kommt er wieder warm. Ja, also lagern so Sachen. Also bei den Spielen musste man das ja sowieso, ne? Also hier ja auch. Aber gut, ich tue es ja nicht. Aber hier ja. Ich würde ja auch sagen, von jedem Teil mindestens immer ein, zwei Sachen auch. Ne, 10 wenigstens immer aufheben. Schon dann für die ganzen Rezepte und so. So, Leute, der Moment ist gekommen. Der Moment ist gekommen. Wir kaufen den Hühnerstall. Oh mein Gott. Oh, jetzt gehen wir gleich schlafen hier. Und speichern sollten wir auch mal. Also das. Oh, wir haben immer noch den Sommer hier. Ja, also Dinge lagern solltet ihr wirklich immer tun. Oh mein Gott, wir haben den Hühnerstall. Okay, er ist noch nicht da. Das schneit. Jetzt will ich aber nur gucken, ob Wahn irgendwas hat. Irgendwas Neues. Gucken wir. Weil jetzt hole ich mir die goldene Gießkanne. Oder schauen wir mal. Ich hoffe, dass er irgendwas Neues im Angebot hat. Wenigstens so ein neues Outfit oder irgend sowas.
Mit den Klamotten muss ich sagen, das nervt. Das nervt wirklich. Und wir haben fast Kapitel 4 erreicht. Ein paar Tage noch. Ich freue mich einfach nur. Okay, Bahn, hast du was Neues? Ja, er hat neue Produkte im Angebot. Oh mein Gott. Ja, ich möchte das kaufen. Okay, was hat er? Ja, Goldding, das wissen wir eh. Hier. Bauklötze, Teddybär. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Oh, Leute, seht ihr das? Ein modischer Satz Kleidung mit Bärenaufsatz. Echt süß. Die Farben für ein Muster machen nach bessere Laune. Oh mein Gott, ich liebe Rosa über alles. Das ist meine Lieblingsfarbe. Ja, wir kaufen das jetzt für 48... für 10.000 Goldstücke. Ich bin schon komplett verwirrt hier gerade. Kann ich was verkaufen? Ja, nehmen wir die. Nein, alle bitte. Ja. Okay. Verkaufen? Ja. Ich meine, 10.000, das... Boah, das ziehen wir uns gleich an, Leute. Das ziehen wir uns gleich an. Oh mein Gott, endlich mal was Rosanes, endlich mal was Pinkes. Endlich mal was in meinem Stil. wo renne ich denn hin? So, ich renne hier wieder in die Hausmauer rein. Aber oh mein Gott, ich freue mich gerade einfach nur so. Nein, wir müssen es schnell ausrüsten. Schnell ausrüsten! Schnell holen! hier gleich. Nein, nicht zum Kalender! Hier! Look ändern, ja! Aber oh mein Gott. Jetzt haben wir schon drei Sachen für Mädchen. Ach, wie süß. Seht ihr das? Oh. Ach, wie süß ist das denn? Ach, es wechselt auch der Rucksack. Also das fällt mir zum ersten Mal auf hier. Okay. Ja, das nehmen wir. Bestätigen. Ja. Aber, oh, wie süß. Wir mal schlafen hier. Oh, wie süß. Mir ist das nie aufgefallen, dass der Rucksack wechselt mit den Klamotten. Gute Nachrichten. Der Ausbau des Hühnerstalls ist abgeschlossen. Oh mein Gott, das ist der Moment, Leute. Das ist der Moment. Nun haben wir auch schon den. Jetzt kaufen wir uns noch den Teich. Dann haben wir mal alles. Ziemlich geräumig, was? Der Platz sollte für 16 Tiere ausreichen. Wir haben auch noch einen weiteren Brutkasten. Jetzt kannst du zwei Eier auf einmal ausbrüten, wenn du möchtest. Oh mein Gott. Oh, aber ich liebe dieses Outfit jetzt schon. Oh, gucken wir uns mal den Hühnerstall an und kaufen auch gleich den Teich. Hat er sich verändert? Ja, doch, sieht anders aus als vorher. Ja, doch. Ja, ist viel größer als vorhin. Definitiv. Gut, jetzt holen wir uns noch schnell den Ententeich. Oh, ist das süß. Leute, guckt euch das an. Das ist ja voll cute. So, jetzt bestellen wir uns noch den. Ententeich hier. Ja. Wir haben dann auch bald diesen Düngerdings drin. Ja, das ist... ich hole mir eigentlich auch immer alles, aber... Ich muss sagen, die Mädelsacken sind am süßesten. Da freue ich mich schon auf, wieder auf Harvest Moon, der Tierparade. Da gab es ja auch so viele Outfits, ne? Ach so, der Teich ist ja schon da. Nee, haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Und was sagt ihr zum Outfit? Findet ihr das süß, das Pinke? Oh, ich liebe es. Aber wenn es
nach mir gehen würde, ich hätte sogar mein Auto komplett pink, innen, außen, überall so Lichter, so in rosa. Gute Nachrichten, der Teich ist fertig. Dann haben wir auch noch den Teich. Und, ja, das war's auch schon. Kümmere dich gut um dieses neue Prachtstück, in Ordnung? Ja, okay. Also ich hatte nie das Haus, das Ferienhaus. Ich glaube, es war Ferienhaus. Das hatte ich nie in Friends of Mineral Town. Das konnte ich mir nie leisten. Das konnte ich mir nie leisten. So. Okay. Ach, das nehmen wir mit. Kann ich das eigentlich da reinlegen oder geht das nur mit den Befruchteten? Okay, gut, dann gehen wir es weg. 50. Hochzeitstag, boah. Boah. Ich glaube, so viele Jahre habe ich, glaube ich, nie gespielt. 50. Immer so das Maximum oder... Nee. Okay, so Leute, aber das war's jetzt fürs erste Mal. Ich finde, wir haben heute echt viel erreicht und ich habe mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Ich danke euch fürs Zuschauen und für jedes Kommentar, das ich bekomme. Und vor allem danke, dass ihr mich abonniert. Es ist ein kleiner Klick für euch und ein Riesenschritt für mich. Ich freue mich, wenn ihr mich immer mitverfolgt und sowas. Ja, wirklich vielen Dank dafür. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!